Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo, diesmal mit einer kleinen Weihnachtsedition. Und zwar, der Weihnachtsmann hat festgestellt, dass ich diesmal nicht auf der böse Bubenliste höre, sondern er hat mir was vorbeigebracht. Ein bisschen, wie man hier schon so sehen kann, worum es geht. Und meine lieben alten Spiele, die ich heute noch gerne spiele, wo leider eine PlayStation 6, 7, 8 komischerweise bei mir nicht mithalten kann. Und ich fand ja diese Automatenspiele immer ganz toll. Bloß ich wollte jetzt nicht für 20 meine Lieblingsspiele, 20 Automaten mir hier in mein Wohnzimmer hinstellen. Da gibt es was nur mal kleiner ist. Und zwar von Kaito, das Egret 2 Mini. Vorinstalliert sind da schon mal 40 Spiele. Die kann man hier sehen, die hier schon mal mit drauf sind. Also so ein paar von meinen Lieblingsspielen sind schon mal bei, wie Space Invaders, Bubble Bobble. Wo war das hier noch? Metal Black, also Ballerspiele. Toll, ist prima. Und bevor wir das ganze Ding hier gleich auspacken, gehe ich rüber in meinen Lodger, in meinen Homeoffice-Bereich. Und da stelle ich euch dann so ein bisschen um. Aber in der Zeit könnt ihr mal jetzt hier 30, 32 Sekunden sehen, was das überhaupt hier für Spiele bei sind, was noch an Spiele kommt und was schon draußen ist mit Zubehör. Da zeige ich euch auch alles noch. Und bleibt dran, wir packen aus und testen. Jawohl. Bis gleich. Bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat so die kleine Sequenz gefallen. Dann habt ihr einen kleinen Überblick von allen Spielen, wie gesagt, die schon draußen sind oder die noch kommen werden oder die erhältlich sind mit diesem Controller-Pedal-Pad-Dings hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann packen wir das gute Stück mal aus und dann schauen wir mal, was da überhaupt alles bei ist. So, machen wir mal auf. So, hier kann man ja schon sehen. Hier, ich hatte mal ein bisschen näher, dass ihr das wirklich sehen könnt. Hier ist ja diese Pedal Track, wie nennt sich das? Pedal Trackball Controller Expansion Set. Und dazu sind dann auch gleich ein paar Spiele bei. Ich glaube 10 Stück. Ja, 10 Games steht da drauf. Und das ist auch alles noch erhältlich. Kann man noch nachkaufen. So, was haben wir denn hier? Also als allererstes blickt mir ja schon mal, sah schon hier der kleine Zettel so entgegen. Also da ist ja Stecker oder Steckdosen, Teil ist ja schon mal durchgestrichen. Von vornherein konnte ich ja beim Versand ja schon sehen, dass es nur mit einem USB-C-Kabel ist. Also wie gesagt, hier nicht wundern. Was haben wir hier noch? Das ist aber ganz interessant. Was ist denn das? Sieht aus wie Aufkleber. Also willst du jetzt nicht abziehen? Na? Na, Tatsache sind Aufkleber. Kann man sich nur irgendwo hinwepseln, wenn man will. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir die kleine Bedienungsanleitung, die Gebrauchsanleitung. Haben wir so, ja, Inhalt. So, was steht dann da? Inhalt, Egret Mini 2, Armbar. Also, hoffe ich. Ja, sieht ganz gut aus. Dann Anleitungstafel. Was jetzt auch immer eine Anleitungstafel. Wird das eine Anleitungstafel? Glaube ich jetzt eher weniger.
USB-Netzkabel, Gebrauchsanweisung, dieses Buch steht ja hier, also dieses Buch ist die Gebrauchsanweisung, auch nicht schlecht. HDMI-Kabel, Mini-Anleitungskarten. Also wie gesagt, hier kann man schon mal über den Inhalt. So, hat man auch mehrere Sprachen. Heute brauchen wir weder das eine noch das andere. Steht ja nur drin, herzlichen Glückwunsch, Erklärung zur Einhaltung, Vorschriften. Ja, alles klar. Also viel mehr steht ja da nicht. Dann packen wir da mal beiseite. So, packen wir wieder rein. So, dann kommen wir zum nächsten. Also hier haben wir das USB-C-Kabel. Will ich jetzt nicht auspacken, weil ich habe ja schon eins hier. Dann kann ich das noch so lassen. Dann haben wir HDMI-Kabel ist bei, weil man kann das ja auch schön am Fernsehen anschließen. Will ich jetzt auch nicht auspacken, weil habe ich ja mein Fernsehen schon dran. Packen wir da auch hin. Oh, das bitte. Ah, okay, das ist wahrscheinlich als Tafel mit gemeint, weil hier. Genau. Hier sind ja diese sogenannten, wie hieß es eben? Minikarten. Aber da tippe ich mal jetzt ganz schwer, dass alles in Chinesisch ist. Kicken wir mal rauf. Ja, sieht ja schon aus chinesisch. Rainbow Island, hier könnt ihr ja sehen. Steht auch was in Englisch? Nee. Könnt ihr nochmal so eine Kamera mit da sehen könnt. Also das ist auf jeden Fall alles in Chinesisch. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil damit können wir ja, oder die meisten eigentlich ja nichts mit was anfangen. Also das bietet so sehr von allen Spielen, die hier so bei sind. Keine Ahnung, für was das gut sei. Also wenn ich jetzt Chinesisch könnte, dann könnte ich euch ein bisschen mehr erklären, aber so hat man ja nicht viel. Also als Memory-Karten kann man die auch nicht benutzen. Na gut. Kann man da irgendwas erkennen für Arkanoid? Also da sind dann schon für die anderen Spiele schon mal mit bei. Ja, falls man diese Trackpedal-Dings, dann hat man also schon die Karten dafür. Okay, gut, man hat also ein paar Karten. Ich glaube mal, das kann man doch hier reinstecken, oder? Macht das jetzt einfach mal. Ja, Tatsache. So, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig rum ist. Lassen wir nochmal beiseite. So, dann kommen wir jetzt zum Sahnestück, und zwar zum Egret Mini selbst. So, den Karton brauchen wir ja erstmal nicht. Kann ich ja runternehmen. So. Mal ein bisschen aufpassen. Tada. So, da ist er. Die Tüte packen wir mal weg. Also hier ist noch so eine... Nee. Folie, okay, ziehen wir mal ab. Also das ist das ganze Teil. Ist ja klar, Knöpfe für die Leute, die noch so sich mit Automaten auskennen, wissen ja, wofür die Tasten sind. A, B, ducken, springen, feuern. Das sieht aus wie Menütasten. Bei den ganzen kleinen hier Controller, da kann man sie auch noch bei einigen spielen. Hier, was ist denn das hier? Okay. Zweimal das gleiche. Seriennummer, Taito. Okay. Wahrscheinlich doppelt drauf geklebt. Kann er nicht schauen. Also für den Stick hier, den kann man hier noch umdrehen auf der Unterseite. Ist ja nicht, ob er das dann gleich hört. Jetzt kann ja nur hoch, runter, links, rechts. Und wenn wir den jetzt wieder anders machen, dann haben wir für alle 8 Richtungen. Also nochmal schräg links, schräg rechts, nach unten schräg links. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir, das jetzt so mitkriege, die kleinen Lautsprecher.
müssten wahrscheinlich 2 Watt sein. Also mehr kann das nicht sein. Aber jetzt kicke ich gerade. Das kommt doch bestimmt. Irgendwie. Das zu halten. Oder ist jetzt so rum? Also es ist bestimmt wie hier, aber ich weiß jetzt nicht, wie das halten soll. Vielleicht muss man das nochmal nachkleben. Okay, so würde das eigentlich aussehen, wenn es halten würde. Ich gehe jetzt mal davon aus. Nur mit dem Halten ist das so eine Sache. Also auf jeden Fall klickt sich das hier so ein bisschen rein. So rum, glaube ich, eigentlich eher weniger. Also es muss irgendwie so sein. Jetzt weiß ich nicht, ob man ein bisschen mit Gewalt hier ran muss. Lass ich mal. Das könnt ihr selber testen. Dann kommen wir zu den Anschlüssen, die wir hier haben. Und da drehen wir die ganze Sache mal um. So, dann haben wir ja hier, wie gesagt, hier die ganzen Anschlüsse. Das ist schon mal der Ein- und Ausschalter. Dann weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier steht 1P, 2Play, also Player 1, Player 2. Und dann kann man dann nur sozusagen eine Zubehör anschließen, die Controller. Und dann kann man auch zu zweit spielen. Hier haben wir den HDMI-Port. Hier haben wir Kopfhörer oder falls ihr kleine PC-Lautsprecher habt, weil ich glaube mal, das durfte hier nicht allzu laut sein. Und hier haben wir das USB-C-Anschluss. Das habe ich ja schon hier. Muss ich jetzt nicht das Originalkabel nehmen, da kann ich dann meins nehmen. Aber bevor ich das jetzt einschalte, werde ich euch jetzt noch mal so ein bisschen umstellen, weil dann habt ihr das Egret Mini hier zur Sicht und dann gleichzeitig noch mit dem Fernsehen. Das könnt ihr dann, also dann können wir noch mal ein bisschen groß sehen, halt nicht so klein hier. Aber gehe jetzt mal davon aus, wenn ich das Ding hier mit HDMI verbinde, dann dürfte hier bestimmt der Bildschirm aussehen. Weil er das ja dann rüberträgt. Ich glaube mal, das betet gleichzeitig, dürfte nicht funktionieren, aber das werden wir gleich sehen. So, dann mache ich jetzt hier schon mal ein bisschen Platz, damit ich euch ja so ein bisschen umstellen kann mit meiner GoPro. So, bleibt dran, geht gleich weiter. So, ich habe jetzt bei mir ein bisschen das Licht ausgemacht, damit wir hier ein bisschen mehr vom Monitor sehen. Dann zeige ich euch noch, da gibt es noch eine kleine super Eigenschaft. Also ich schließe jetzt das USB-C-Kabel an. Also ich habe jetzt mein eigenes genommen, weil ja schon draußen Licht schon angeschlossen ist. Und, oh, cool. Da hängt ja eben Licht an. Ist ja Wahnsinn. So, dann schalte ich das hier hinten ein mit dem roten Einschalter. Wow. Ich hoffe mal, das könnt ihr sehen. Ah, das meine ich. Bildschirm drehen. Kann man das hier nochmal ein bisschen umstellen, damit er jetzt hier noch ein bisschen mehr sieht vom Ganzen. Oder blendet es so sehr? Also wir schließen ja gleich nochmal am Fernsehen an, aber jetzt habt ihr ja erstmal hier so das Originale. Hier sieht man den Spielename. Hier hat man ja so ein kleines Vorschaufensterchen. Könnt ihr noch ein bisschen anders von halten. Nee, wird nicht besser, aber blendet trotzdem noch irgendwie. Na, wie gesagt, wir schließen das gleich mal am Fernsehen an. Das ist, glaube ich, jetzt hier die bessere Wahl als wie über das kleine Ding. Und wie ihr ja schon hören könnt, hier haben wir ja irgendwo noch Einstellungen mit dem Sound. Warnette, raussuchen. So, da kommen wir wieder raus. Ah, der Favoriten, irgendwo. Ah, hier haben wir Volumen. Dann müssen wir den bestätigen. So ist aus. Ja, finde ich jetzt in Ordnung. Brightness. Wollen wir hell und dunkel stellen. Aber ich glaube, das sieht ja nicht so richtig. Bin ich der Meinung. Mein Tablet. Kann ich das nicht so richtig sehen. So, hier haben wir schon mal die Sprachen. Japanese, Englisch, was Simplified Chinese und traditionelle Chinesisch. Okay.
Also Deutsch ist schon mal definitiv nicht bei. Dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Ah, da kommen wir wieder raus. Gut, so, dann schließe ich mal mein HDMI-Kabel an. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Und ziehe euch mal ein bisschen so zurück. Weil dann sieht auf jeden Fall das Menü. Machen wir mal. So, nehme ich mein HDMI-Kabel. So, na, ja, das war klar. Da geht er jetzt aus. Und dann machen wir mein Fernsehen mal an. So, na komm. War schon. Ne, HDMI 1. Ne, das war nicht. 2 bestimmt. Da dürfte gleich jetzt laut sein, wa? Oder? So, machen wir mal ein bisschen leiser. Machen wir die Kamera mal ein bisschen höher, weil ist ja nun jetzt ein bisschen aus, das Gerät. So. Na, jetzt sieht er ja sowieso nicht vom Gerät. So, jetzt haben wir also hier so, wie das hier ist. Mit den ganzen Spiele. Kann man schon mal sehen. Also jetzt gehen wir noch mal ins Menü rein. Machen wir hier A. Okay, Lautstärke. Durfte jetzt über mein HDMI sein, also über mein Fernsehen. HDMI White Wallpaper. Ah, okay, bestimmt für die Spiele, die nicht so breit sind. So, Sprachen haben wir ja, wie gesagt, hier. Japanese, Englisch, Simplified Chinese und traditionelle Chinesisch. Kommen wir jetzt wieder raus. B, das ist die B-Taste. Gut, dann kommen wir hier nochmal raus. Da würde ich mal sagen, dann starten wir einfach mal ein Spiel. So, hier zeigt er ja schon mal an. D, Rapid Fire, A, Shoot, B, Emergency Escape. Okay. Wählen wir einfach mal aus. So, wir testen ja jetzt hier nicht alle Spiele. Ist ja nur, damit das hier mal kurz so gesehen hat, dass es überhaupt funktioniert. Kredit, wie viele kriegen wir da zusammen? Okay, 9, dann ist Ende. Dann machen wir mal gleich mal Dauerfeier, so wie sich das gehört. Na, ist das schon mal Highlight? Ja, prima, ist ja auf jeden Fall der Abend gerettet. Weihnachtsmann war fleißig. Gut, dann nehmen wir mal wieder raus. Speichern kann man hier auch. Gibt es hier ein paar Speicherstände. Wenn ich jetzt richtig gelesen habe, für jedes Spiel 3 Speicherstände. Machen wir auch. Okay. Also haben wir ja bestätigt, B wieder raus. So, dann machen wir noch mal ein kurzes Spielchen. Hier können wir ja noch mal kurz Bubble Bobble antesten. A Bubble und B Jump. Okay. Wählen wir aus. Also ist wirklich schon eine kleine Spaßkiste. Also bin zufrieden, bin begeistert. Insert Coin. Na, jetzt könnt ihr das ja nicht hier sehen, weil normalerweise haben wir ja, wie gesagt, den Bildschirm beim Ballernspiel horizontal und jetzt so wie Bubble Bobble vertikal. Das kann man, das macht der Fernsehen ja natürlich nicht. Aber so für die gut. Also wie gesagt, funktioniert. Ich will jetzt hier nicht alle durchtesten.
großartig Fazit muss ich ja nicht machen, das sieht er ja selber. Ich werde dann aber jetzt noch an das Video, damit er sieht, was das überhaupt alle für ein Zubehör gibt. Machen wir hier noch ein bisschen leiser. Das spiele ich jetzt auch noch mal kurz ein und dann könnt ihr euch ja selber ein Bild machen, ob er jetzt hier alles als komplettes All-in-One-Paket holt. Dann habt ihr gewesen schon mal eine kleine Preisvorstellung. Ja, ich werde jetzt hier noch weiterspielen und ich sage, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen, oder abonniert mich, dann seid ihr ja sowieso auf dem Laufenden. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich euch allen wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Kommt gut drin und dann sage ich, bis nächstes Jahr. Tschö, tschö. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen spielen. Was gibt's denn hier Schönes? Music tribute presents